Hallo zusammen. Ich habe ja vor einiger Zeit das Rapid-Fieber-System vorgestellt und da kam natürlich klar als eine der ersten Fragen, kann man denn damit den Babyboomer machen? Ja, kann man. Und das machen wir heute. Und dafür habe ich mir heute ein Modell besorgt, dass wir so ein bisschen Studioatmosphäre haben und das direkt mal an einem Naturnagel ausprobieren können und das nicht nur an einem Tipp machen. So. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich habe die Nagel soweit schon mal vorbereitet. Also ich habe mal die Nagelhaut schon entfernt. Habe jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte ich mit dem Ultrabase arbeiten. Dann würde ich den Naturnagel so wie bei jeder Modellage vorbereiten. Und dann das Ultrabase auftragen. Und dann hätte ich auch wirklich eine dauerhafte Nagelverstärkung, die sich nicht ohne weiteres wieder entfernen lassen würde. Also die man dann runterfallen müsste. Wir arbeiten also heute am Modell arbeite ich jetzt so, dass ich einfach die Nagel nur anbuffe. Das mache ich ganz leicht. Und dann beginne ich auch schon das Material aufzutragen. So haben wir die Möglichkeit, dass wir das, oder hat das Modell dann die Möglichkeit, so in 1 bis 2 Wochen das Ganze einfach wieder, wenn es ein Stück rausgewachsen ist, vom Nagel wieder abzuziehen. Also wir arbeiten heute im Peel-Off-System. Dafür muss der Nagel wirklich nur leicht anmattiert sein. Und dann können wir eigentlich auch schon das Gel auftragen. Es geht los mit dem Milky White. Und da habe ich mir mal einen kleinen Helfer dafür geholt. Diese Flaschengele sind ja momentan wirklich sehr beliebt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Aber mit diesem Pinsel jetzt einen Babyboomer zu machen, ist nicht ganz so einfach. Und deshalb, oder fast unmöglich, viele lieben ja auch ihre Pinsel und bezahlen da viel Geld und arbeiten die erst ein mit einer Feierlichkeit und was weiß ich nicht. Und auf einmal ist es total Mode, mit so einem 0815 Nagellackpinsel zu modellieren. Ist schon ein bisschen eigenartig, deshalb habe ich mir heute einen Ombre-Pinsel als Gehilfen geholt, um den Übergang richtig schön arbeiten zu können. Und dann geht's jetzt eigentlich auch schon los. Ich beginne mit dem Milky Weiß, was ich im vorderen Bereich des Nagels auftrage. Babyboomer muss ja jetzt nicht abgegrenzt sein, schön, also reicht es zu, das einfach da aufzutragen. Dann kommt der Ombre-Pinsel ins Spiel und mit dem verteile ich das Ganze erstmal über den vorderen Rand und ziehe es dann ganz vorsichtig so ein bisschen nach hinten. Da das Gel schön flüssig ist, verteilt sich es eigentlich schön von selber. Und ich muss da gar nicht allzu viel machen, außer aufpassen, dass es mir nicht in die Ränder läuft. Und dann streiche ich es einfach nur nach hinten aus. Schau nochmal, ob die Ecken richtig ausmodelliert sind. Also das ist wichtig, dass es an den Seiten nicht fehlt. Geh nochmal über die vordere Kante. So. Wenn das alles dann so passt, dann geht's schon ins Lichthattegerät. Ins Lichthattegerät bitte. Wenn die weiße Spitze ausgehärtet ist, geht's mit dem Milky Pink weiter. Und auch hier nehme ich den Pinsel nur so als Hilfswerkzeug, denn ich setze das Gel in der Mitte ab. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel erwischt. Und dann verteile ich den Rest wieder mit meinem Ombre-Pinsel. Ich schiebe es alles einfach erstmal ein bisschen nach hinten, dass die Ränder bedeckt sind. Und dann ziehe ich das Ganze nach vorn, dass ich auch hier wieder so einen leichten Übergang bekomme. Achte nochmals auf die Seiten, dass nichts in die Seiten läuft. Das ist ganz wichtig. Und natürlich, dass auch die Nagelplatte bedeckt ist. Ich habe ja auch andere Covertöne, also ich könnte jetzt auch noch mit dem Babypink oder mit dem Cool Pink das machen. Das obliegt jetzt jedem, was ihm so am besten an Farbe gefällt, wie er es am schönsten findet, welche Vorliebe er hat. Ganz
so wie man es gern hätte. Nach vorn streiche ich es leicht aus, dass ich dann wirklich am vorderen Ende eine weiße Spitze habe. So, und jetzt geht es wieder für 60 Sekunden ins Lichthaltegerät. Jetzt ist er ausgehärtet. Es wird gecleanert. Inhibitionsschicht runter, ja, und mehr ist es dann eigentlich im Großen und Ganzen nie. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist so ein bisschen Formfallen, was etwas aus der Form geraten ist. Und dann kommt nochmal ein Versiegler drüber. Das war es dann aber auch schon. Beim Versiegler ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir was Flexibles haben. Also ich könnte jetzt den Illumini nehmen, aber ich habe mich, ich glaube, schon für den Bloodless entschieden. Also so ein bisschen weißlastigen Versiegler noch drüber zu nehmen, damit das Ganze noch ein bisschen blasser wird. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Wichtig ist einfach nur, dass man einen flexiblen Versiegler nimmt, den man dann auch richtig belasten kann. Also es ist ja ein flexibles Material. Wenn ich jetzt einen Sternversiegler auf das Material mache, dann könnte es natürlich passieren, dass es Haarrisse gibt und das braucht ja niemand. Also einfach noch ein bisschen schön in Form fallen. Gerade die Übergänge noch mal kontrollieren, die sind ja immer so ein bisschen die Stiefkinder, die man manchmal so ein bisschen vergisst. Viel muss man ja nicht feilen und wer gut ist, der schafft das auch ohne. Dann kann das Ganze einfach nur noch versiegelt werden. Jetzt ist er soweit, jetzt kann er versiegelt werden. Ich nehme, wie gesagt, Bloodless und ziehe eine wirklich dünne Schicht nochmal über alles drüber. Und es geht wieder ins Lichthaltegerät für 60 Sekunden. Ja, der ist doch schick geworden. Ja, mehr ist es nie, das war schon alles. Probiert's mal aus, ich bin auf eure Bilder gespannt. Ihr wisst ja, teilen, liken und so weiter. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüssi!